Ja, hallo Leute, da seid ihr ja wieder bereit für einen neuen Test hier bei Gameplay Session auf YouTube. Ich bin der Simon. Heute habe ich wieder ein grandioses Spiel für euch, einen richtigen Klassiker, den ihr als Shooter-Spieler und als Shooter-Fan eigentlich schon kennen müsstet. Falls nicht, könnt ihr das jetzt nachholen. Falls doch, könnt ihr das Video trotzdem gucken, weil ich euch dann nochmal das schöne Spiel Unreal zeigen kann, das gleichzeitig mit Half-Life Teil 1 erschienen ist, also im selben Jahr. Und beide haben ja so ein bisschen das ganze Genre geprägt und die Welt danach, ich sage jetzt einfach mal übertrieben, verändert. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr diese Spiele kennt. Und los geht's mit dem Ganzen natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, kleine Vorgeschichte, mein Bezug zum Spiel. Ich habe das Spiel damals als erstes gespielt, als es mal auf der Bravo Screenfun war. Das war so eine Zeitschrift, die damals ziemlich beliebt war und da war immer jeden Monat eine Vollversion bei und den einen Monat dann eben Unreal. Und das habe ich von da an dann erstmal durchgezockt, danach immer noch weitergespielt und es war für mich einfach eine Granate in jeder Hinsicht, weil es halt einfach auch ein gutes Spiel ist, worauf wir auch gleich zurückkommen werden. Und dann wollen wir mal mit der Geschichte anfangen. Ohne Intro, ohne alles, werden wir direkt ins Spiel geworfen und wachen in unserer, wie wir später erfahren, Gefängniszelle auf. Denn wir sind auf einem Raumschiff, das zu einem Mondgefängnis auf dem Weg war, ist dann eben durchs All geflogen und irgendwie dann abgestürzt. Das Schiff, in dem wir uns befinden, heißt Vortex Rikers. Das wurde eben vom Planeten Napali angezogen und ist dort dann eben abgestürzt. Alle anderen Gefangenen des Schiffes sowie das Personal sind entweder tot oder eben schon abgehauen und wir machen uns jetzt so ein bisschen auf die Suche nach denen, wollen letzten Endes natürlich dann auch vom Planeten flüchten, was wie immer in diesen Spielen natürlich leichter gesagt ist als getan, weil das natürlich wie immer auch mit vielen Problemen und anderen Dingen verbunden ist, die uns dann auf dem Weg passieren. Der Charakter, den wir dabei spielen, heißt einfach nur Gefangener 849 oder Gefangener 849, da bin ich mir jetzt überhaupt gar nicht sicher. Und mehr ist über den eigentlich auch nicht bekannt. Wir lernen ihn auch im Laufe des Spiels nicht näher kennen, deswegen bleibt er so ein bisschen einem selbst überlassen, sich so ein Bild über ihn vielleicht vorzustellen. Was aber nicht stört, weil wir uns relativ schnell wiederfinden in der Welt von Unreal und eine Beziehung zum Charakter und zu der Spielwelt aufbauen, die äußerst atmosphärisch ist und man ist eigentlich sofort in dieser Welt drinne und kann eigentlich gar nicht mehr aufhören, dieses Spiel zu spielen. Und natürlich wäre das ganze Spiel ein ziemlich langweiliger Shooter, wenn wir hier keine Gegner hätten. Und in dem Fall ist es so, dass der Planet Napali eigentlich von einem friedlichen Volk bevölkert wird, die Nali heißen. Das sind eher so spirituelle, vierarmige Humanoiden, die eigentlich überhaupt nichts können, nicht gefährlich sind, einfach nur ein bisschen rumzaubern können, sage ich jetzt einfach mal. Diese werden aber versklavt von einer anderen Rasse, der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der Scar. Diese Versklaven, die, wie ich schon sagte, Nali eben, weil auf dem Planeten ein Rohstoff sehr, sehr reich vorhanden ist, das sogenannte Taridium, das eben zur Energiegewinnung und eben auch für andere Sachen irgendwie benutzt werden kann, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Rohstoff. Dahinter sind die eben her und aus diesem Grund haben sie halt überall Minen aufgebaut. Die Nali müssen daran arbeiten, werden versklavt, sterben zuhauf und eigentlich ist auf dem Planeten absoluter Krieg angesagt. Jetzt sind da eben halt auch noch wir und damit die Menschen und das Ganze beginnt halt richtig ein Krieg zu werden zwischen den drei Parteien. Und dann darf man nicht vergessen, dass da auch noch andere böse Kreaturen allgemein zu Hause sind auf dem Napali, also dem Planeten, gegen die wir dann natürlich auch kämpfen müssen. Also flüchten wir vom Gefängnisschiff, rennen durch Minen, erleben die Städte von Napali und die Dörfer, treffen natürlich auch auf Nalis, die uns helfen, treffen aber natürlich auch wieder auf haufenweise Gegner, die wir natürlich alle vernichten müssen oder können, je nachdem wie wir spielen wollen. Unreal ist natürlich, wie man
eigentlich schon sich denken kann, ein Ego-Shooter und ein ziemlich reiner Ego-Shooter, der auch unendlich ziemlich linear ist. Also ihr werdet hier nicht irgendwie mal einen zweiten Weg gehen müssen oder eine alternative Route finden. Es gibt zwar Level, in denen ihr euch frei bewegen könnt und dort selber alles zurechtsuchen müsst, aber letzten Endes bleibt es ja dabei, dass ihr Schalter 1 aktivieren müsst, um Tür 1 zu öffnen, um Schalter 2 zu aktivieren und damit Tür 2 zu öffnen. Es ist aber auch nicht weiter schlimm, weil dadurch kann das Spiel natürlich auch eine viel dichtere Atmosphäre aufbauen, was dieses Spiel auch so unglaublich toll macht, meiner Ansicht nach. Denn es bietet einfach eine glaubhafte Spielwelt auf einem anderen Planeten und man nimmt dieser Spielwelt einfach ab, dass es halt auch ein anderer Planet ist. Es ist optisch auch für das Alter eine richtige Granate. Dafür, dass es aus dem Jahre 1998 kommt, sieht es halt einfach immer noch absolut genial aus. Es spielt sich absolut genial und es macht richtig viel Spaß. Was zum einen natürlich auch an den vielen Gegnern liegt, die es hier gibt, die sich alle unterschiedlich verhalten. Die haben natürlich unterschiedliche Bewegungsmuster, unterschiedliche Schwächen. Wir haben Bosskämpfe, die zum Teil richtig knackig sind, also richtig schwer. Und man hat nicht das Gefühl, dass man ständig durch dieselbe Gegend rennt, alles sieht irgendwie nicht gleich aus oder sowas, sondern es ist halt, jeder Level ist was Besonderes. Und das macht das ganze Spiel auch besonders. Genau wie die Waffen im Spiel. Weil die sind auch alle irgendwie was ganz Besonderes. Da ist keine Waffe bei, wo man sagen würde, ja, das ist halt jetzt ein Sturmgewehr, was ich vorher auch schon hatte. Bloß, das sieht jetzt anders aus. Jede Waffe ist ein Einzelstück und jede Waffe spielt sich anders. Ich meine, klar, im Endeffekt haben wir hier auch wieder sowas wie ein Maschinengewehr. In dem Fall ist es halt einfach ein kristallschießendes Gewehr. Wir haben hier auch ein Scharfschützengewehr, das ein Scharfschützengewehr ist, und eine Schrotflinte, das nun mal offensichtlich irgendwie eine Flakkanone ist. Also, es sind eigentlich altbekannte Waffen, aber sie spielen sich halt alle irgendwie besonders und sie sehen natürlich auch besonders aus. Aber Optik ist ja sowieso nicht so wichtig. Was ich persönlich genial finde, ist auch, dass es so viele versteckte Sachen gibt. Wenn wir Nali helfen, vor den Versklavern zu entkommen, öffnen die uns nämlich Geheimverstecke, und in diesen Geheimverstecken finden wir zum einen Munition, die wir dringend brauchen, weil in diesem Spiel ist echt die Munition sehr, sehr schnell verballert. Man braucht eigentlich immer Munition. Oder wir finden Upgrades für unsere erste Waffe. Ich habe den Namen von der Waffe leider vergessen, aber diese können wir mit der Zeit upgraden, und in der letzten Stufe macht die halt auch ordentlich Bums. Und das ist ziemlich cool, dass es sowas schon in so einem Spiel damals gab. Und deswegen sind wir auch immer hinter diesen Upgrades her, weil wer will sie natürlich nicht haben, ne? Wer auf der Suche nach Rätseln ist oder mal einen Schlüssel finden möchte, der kann das Spiel eigentlich ziemlich knicken, weil wir, wenn wir mal was suchen, immer nur nach einem Schalter suchen. Ob es nun ein geheimer Schalter ist oder eine normale Schalttafel, die wir aktivieren wollen. Rätsel oder sowas gibt es hier überhaupt nicht. Das einzige Rätsel ist vielleicht manchmal den Weg zu finden, weil das Spiel durch seine großen Level hin und wieder ein bisschen unübersichtlich ist und wir so ein bisschen die Hauptroute aus den Augen verlieren. Was aber auch nicht schlimm ist, weil so kann man wenigstens mal schön das Level erkunden, vielleicht noch ein paar Sachen finden, und es bringt einem letzten Endes ja auch was. Das Spiel kann man dabei auf zwei Arten spielen. Man kann entweder einfach durchlaufen, alles abknallen und einfach sich nach vorne kämpfen die ganze Zeit, aber man hat auch die Möglichkeit, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, die Häuser in der Umgebung zu erkunden, die Höhlen und eben halt, wie ich auch schon sagte, die Geheimverstecke, weil dort finden wir dann auch oft Leichen von Menschen oder von Nali, und bei denen ist dann auch immer ein Tagebuch bei, so dass wir auch bisschen was über den Planeten erfahren, über das Volk selbst oder halt über alles andere, was uns noch bevorsteht. Das könnte man jetzt auch so ein bisschen als Storytelling sehen, aber eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, gibt es da nicht eine wirklich richtige Story, die tiefgründig ist oder sonst was. Es ist halt letzten Endes doch ein Ego-Shooter, was aber auch nicht schlimm ist, weil, wie ich es schon sagte, es macht seine Aufgaben einfach toll, es ist einfach ein geiles Spiel, und das werdet ihr auch im Fazit sehen. Zur damaligen Zeit haben genau zwei Spiele-Engines den Markt kontrolliert. Das eine war eben die Unreal Engine und die Quake Engine, wobei die Unreal Engine die Quake Engine dann deutlich übertroffen hat in Sachen Optik und allem. Und sie war auch viel zugänglicher und sie war halt einfach besser. Und das ist auch der Grund, warum es heutzutage halt auch immer noch so gut aussieht. Es gibt auch Mods für Unreal und Mod-Support. Es gibt einfach auch immer noch eine Community, die hinter dem Spiel steht. Und das ist schon beeindruckend für ein Spiel, das eben schon so alt ist. Jeder Level, jede Waffe, einfach das ganze Spiel ist ein Unikat. Es ist einfach ein besonderes Spiel, das man gespielt haben sollte.
Und ich habe so gesehen nichts an diesem Spiel zu meckern. Soundmäßig, grafikmäßig, gameplaymäßig. Es war jetzt auch nicht zu schwer, es war definitiv nicht zu leicht. Es fordert den Spieler schon manchmal heraus, aber es ist alles immer schaffbar gewesen. Ich habe auch jeden Schalter gefunden und ich habe immer einen Weg gefunden, auch im Spiel weiterzukommen. Technisch gibt es von meiner Seite aus bei diesem Spiel überhaupt nichts zu meckern. Was mich persönlich dann auch schon zum Fazit des Ganzen bringt: Ich gebe Unreal Teil 1 oder einfach nur Unreal eine Wertung von 9,5 von 10 Punkten. Aber was mich stört, ist eben, dass es keine richtig tiefgründige Geschichte gibt. Die hätte ich halt noch gerne gehabt. Und ich hätte halt auch ein bisschen lieber, ein bisschen mehr über den Charakter erfahren, den wir spielen, als nur eine doofe Nummer zu haben und eben sein Schicksal hier auf Napali zu erleben. Das hat mich ein bisschen gestört, aber ansonsten ist es ein absoluter Top-Titel, den ihr alle gespielt haben solltet. Und es ist ein Spiel, was den Markt revolutioniert hat, was ihr einfach kennen müsst. Deswegen empfehle ich euch auch, das Spiel zu spielen. Und wenn ihr danach noch Bock habt, kann ich euch schon mal sagen, dass es auch ein Add-on zu dem Spiel gibt, was ich nicht im Test zeigen werde. Ihr könnt es selber erleben, genau wie dieses Spiel selbst. Und damit würde ich mich jetzt einfach verabschieden. Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich aber erstmal, wie immer, ciao, ciao.